Ja, hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge von Didosa 7 Days to Die. Und ja, in der letzten Folge haben wir unser Quartier hier eingerichtet, unser Hauptquartier. Ich habe nach der Folge noch ein wenig aufgeräumt und ich konnte, wo habe ich sie hingepackt? Hier, so ein Schmiedendings, Forge-Dings, da wo wir jetzt zusammenrödeln. Das wollen wir jetzt mal platzieren. Und ich habe mich in den Safe reingekloppt. Da wollen wir auch mal sofort mal nachgucken, was denn da drin ist. Wo stelle ich dich denn hin? Der hier ist eigentlich ganz gut in Ordnung, ja. Zack, packen wir dich da hin. Wunderbar, haben wir das soweit. Ich habe auch noch ein Skillpünktchen bekommen. Und ja, da wollen wir mal gucken. Lass uns das systematisch durchgehen. Lass uns erstmal hier in dem Reiter gucken für was ist denn das? Der Perception, was wir denn davon mitnehmen wollen. Wie gesagt, die Combat-Skills, die dürfen wir nicht mitnehmen. Die sind pui pui. Ja, wenn wir das dann durch haben, da jeweils ein Pünktchen reingegeben haben, was wir hier so mitnehmen wollen, gehen wir dann hier in Strength rein, danach in Fortitude, danach in Agility, danach in Intellect und ja, sag mal so, überall ein Pünktchen drin haben, wo wir wollen. Offensichtlich haben wir in der ersten Folge schon ein paar Pünktchen vergeben, da habe ich mir noch nicht so genau Gedanken darüber gemacht. Und dann fangen wir an, das weiter auszubauen, quasi hier so Richtung Stufe 3 zu gehen, weil das ist dann für die nächsten Punkte dann immer notwendig. Und ja, auch was das Questen angeht von unseren Tradern, habe ich mir noch ein bisschen was weiter überlegt. Ich war in der letzten Folge noch überlegen, machen wir überhaupt Trader-Quests oder nicht? Oder machen wir nur, bis wir das Fahrrad haben und dann lassen wir das? Weil ich glaube, die einfachste Variante ist, uns das tatsächlich durchzuarbeiten durch die Trader. Der Quests und die Belohnungen von Waffen und Rüstungen zu ignorieren, denn das sind wirklich Sachen, die wir tatsächlich nur finden dürfen. Ja, das ist, glaube ich, am fairsten. So, dann gucken wir mal hier in den ganz safe rein. Das ist, also den habe ich dann schon aufgekloppt. Hier haben wir ein Bone Knife drin, was ganz nice ist. Da können wir nämlich das hier aussortieren. Du auf die Leiste, wunderbar. Und ein Büchlein. The Great Heist Volume 7. Was da steht, interessiert mich jetzt selber nicht. Wer da interessiert, mal eben kurz Pause drücken. Dafür ist die Taste ja da. Einfach hier auf Usen drücken. Fertig, aus. Die Maus. Und ja, ich muss auch noch ein bisschen Fleisch zusammenbrödeln. Dieses verkohlte Fleisch haben wir jetzt nur. Aber naja, ging nicht anders. So, wenn wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Wir brauchen 7 Slots, brauchen wir hier. Aber nach dem Einloggen muss man dann immer neu vergeben hier. So, du kannst gescrapped werden. Wir haben jetzt was Besseres. Du kommst auf die Leiste und hier sind reguläre Baumaterialien drin. Da ist so extra Zeugs drin. So, da kommst du dann rein. Wunderprächtig, wunderschön. So, dann lass uns mal unten gucken gehen. Zombies ja auch noch gestern. Nee, in der letzten Folge. Wann war das? Gestern? Vorgestern? In der letzten Folge versucht hat ja auch noch versucht, ein Zombie reinzukommen hier auf der Terrasse. Also die Woodspikes da sind an einer Stelle weg und das Viech selber ist dann an den Metal Spikes da hängen geblieben. Ja, mal gucken, vielleicht hat es auch noch einen Beutel zurückgelassen. Und ja, da die Kopfschmerzen machen uns hier noch ein wenig zu schaffen. Ja, ich habe ja alles mögliche an Müll und sowas habe ich hier auf der Ebene weggemacht. Ein paar Schränke stehen da noch und ja, Werkbänke und sowas habe ich hier auseinandergerupft. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir nochmal tatsächlich ausprobieren, ob wir hier die Saat in den vorgegebenen Blumenpöttchen platzieren dürfen oder nicht. Und das sieht sehr gut aus. Das haben wir fast gedacht. Dadurch, dass man da jetzt direkt Nitraten dort abbauen konnte. Wunderbar. Guck mal, mussten wir gar nicht selber Blumenpöttchen herstellen. Hier stehen ein paar rum. Die können wir durchaus verwenden. Sweet. Da haben wir auch den nächsten Rally Point. Das ist auch ganz gut. So, du, das Glas da auf die Leiste. Wunderprächtig, wunderschön. Essen und Trinken ist noch gut. Der Händler, der würde ja sofort erst aufmachen, regulär, wenn wir denn noch Trader Protection haben. Trader Protection, ja, Trader Protection. Aber da die eh aus ist, können wir da jederzeit den Quest wieder abgeben oder neue annehmen oder sowas. Nur danach ziehe ich nicht so gerne los. Das ist, Nacht ist ein guter Indikator dafür, dass wir dann die Folge da dicht machen. Im Regelfall. Ab und zu gibt es dann ja auch nur noch Generator Quests gibt es natürlich auch noch, ne? Die muss man ja nachts machen. Und Hordennacht gibt es ja auch noch. Wir müssen uns übrigens auf eine Hordenbasis vorbereiten. Irgendwie sowas. Müssen wir mal machen. So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Keine Ahnung. Hier müsste gleich irgendwie ein Zombie aufploppen. Meistens an so einem Krankenwagen irgendwo ein Zombie. Was hast du hier? Ranger Guide to Archery Volume 5. Speed. Immer schön mitnehmen hier. So, immer noch keine Kopfschmerztabletten hier gefunden. Da liegt ein Sick rum. Alright. Dann knien wir uns mal hin. Jetzt ist Sick wieder weg. Okay.
Da ist er wieder. Da ist er wieder. Muss man nah genug ran. Boings. Hast kommen sehen, wa? Wo kommen sehen? Hier ist sonst niemand. Hier war doch gerade so ein Zotteldottel. Wo ist denn der Zotteldottel hin? Der ist nicht mehr da. Oh ja, das hätten wir gestern auch noch gut gebrauchen können. Sweet, sweet, sweet. Nehmen wir mit. Und ein bisschen Zeugs hier. Wunderbar. So, ich nehme mal gerne lieber. Am liebsten nehme ich immer alles mit. Da geht mir manchmal so was vom Keks, dass man so wenig Inventarplatz nur hat. Aber so ist das Spiel nun mal. Gucken wir mal hier in den Briefkasten rein. Was hast du hier für uns? Ein Buch, was wir schon haben. Wunderbar. Freut sich der Händler. Beziehungsweise freut sich unsere Asche in der Tasche. Boing, boing, boing. Noch ein Büchlein, was wir schon haben. Sweet, sweet, sweet. Wo müssen wir denn hin? Wir haben extra beim letzten Mal darauf geachtet, dass wir Quests angenommen haben mit gemoddeten POIs. Denn, naja, Standard-Vanilla-Dinger, die kennen wir alle schon zu Genüge. Da müssen wir nicht nun wirklich nicht reingucken. Legware, okay, wunderbar. Wunderbar. Haben wir jetzt eigentlich den Punkt vergeben? Nee, wa? Das wird eigentlich angekündigt, dass wir das machen. Davon haben wir es doch nicht gemacht, oder? Ja, nee, gucken wir tatsächlich noch nicht. So, wir wollten hier nämlich gucken. Lockpick klingt interessant. Infiltrator macht Infiltrator. Ach, Trap-Dings. Später auslösen, schneller entdecken. Nicht wirklich Interesse dran. Animal Tracker, habe ich auch nicht wirklich Interesse dran. Penetrator. Das könnte eventuell was sein, wo wir ein bisschen reinspecken können. Ja. Ja, warum nicht? Hier vor allen Dingen Lucky Looter und Treasure Hunter und sowas, das ist natürlich auch interessant. Aber gehen wir erstmal hier ein Pünktchen rein. Wunderbar ist. Also das, was wir aus dem Perception Skill Baum mitnehmen wollen, wenn wir denn dann die Möglichkeit dafür haben. So, wir sind am Questort angekommen. Oh, da liegt auch schon eine Stripper-Titis rum. So, boing. Dann lassen wir erstmal hier reingucken. Das Büchlein kannten wir schon. Einmal resetten, dann müsste ja, da liegt jetzt mal neue. Wunderbar. Leiche auf Leiche, so muss das sein. Wir stacken die ordentlich hoch. So, was hast du jetzt hier noch? Buch, was wir schon kennen. Jesus, oh Gott, hier sind aber schon einige rote Dots. Alright. Naja, kann ja nur schief gehen. Eine Pumpgun. Wir haben jetzt keine Pumpgun-Munition dabei, aber wir haben ja unsere erste Schusswaffe gefunden. Abseits vom Bogen, den wir im Tutorial hergestellt haben. Da liegt auch noch ein Täschlein. Können wir hier rein? Hier können wir rein. Das ist unlocked. Wenn das unlocked ist, ist das toll für uns, weil wegen... I don't know. Ist halt toll. Na, das hat ja gut geklappt. Am Anfang ist also echt so, die erste paar Level ist so ein Knüppelchen echt cool. Später, absolut Trash. Du bist wahrscheinlich in der Tür, wa? Ist hier jemand drin? Oh ja, da sind welche drin. Okay, aber dann müssen wir mal leise sein, müssen wir dann. Oh, du bist locked. Scheibenkleister. Gibt's da noch einen anderen Zugang? Nee, wa? Wenn ich jetzt anfange, hier rumzukloppen, dann werdet ihr wahrscheinlich alle wach, wa? Sieht ja noch gut aus. Psst. Hä? Muss ja schon kaputt gehen, ja? Oh oh. Jetzt muss ich mal einfach vorbeidrängeln. So geht das ja nicht. Die Dame auch. Warten Sie mal hier. Boings. Nächste Bronze. Wunderschön. Im Powertech klappt das hier noch gut, bis uns die Ausdauer ausgeht. Aber, naja, laufen wir noch relativ lang. Boings. Noch eine normale Tacke. Mal mit in die Fresse rein hier. Zack, wunderprächtig, wunderschön.
Kommt jetzt aus allen Richtungen gleichzeitig? Kann ich die öffnen? Guck mal, ich kann die öffnen, die Tür. Komm da raus. Boing. Sweet. Na, kloppt dich mal noch ein wenig durch. Ich nehme derzeit nämlich hier schon mal die Couch auseinander. Was hältst du davon? Weil, die Gläder können wir gut gebrauchen. Sag ich nicht nein zu. Okay, 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 du hast da eine Lücke gemacht. Perfekt, das ist gut. Schon reinkloppen, während ihr da noch nicht rauskommt. Ja genau. Jetzt musst du von hier richtig ans Fenster treten, ne? Boing. Come on, please stand up. Boing. Sweet. Das war ja schnell geklärt, war das ja hier. Aber irgendjemand meckert da draußen noch rum. Alright, kein Problem. Sag ich mal so. Easy, lass uns mal hier so den Monitor auseinandernehmen. Ein bisschen Mechanical Parts sind sicherlich auch gebrochen. Mitunter. Wie geht's? Sieht es hier an der Tür aus? Ist da noch alles in Ordnung hier? Da ist keiner. Okay. So, hoffentlich finden wir hier mal einen Cooking Pot oder so. Zeit wie jetzt. Wie gesagt, ich musste schon verkohltes Fleisch herstellen, statt vernünftiges Fleisch. Irgendjemand macht hier voll Randale. Du hast dich ziemlich nah an, aber ich sehe. Ach, da bist du. Ja, okay. Bin-yam. Boing. Ein Küchlein. Nice, nice, nice. Oh yeah, points. Haben wir jetzt eigentlich den Hauptloot geplündert? Der stand in dem Raum. Waren wir da wirklich dran? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bist du besser? Nö. Hier, zack, du bist schon kaputt. Müssen wir sofort nochmal gucken gehen. Ich glaube, den habe ich hier einfach liegen lassen jetzt. So, wir müssen mit dem Scrappy Scrappy anfangen hier. Du kannst gescrappt werden. Du kannst repariert werden. Du kannst gescrappt werden. Du kannst gescrappt werden. Du kannst über Bord geschmissen werden. Sollen wir anfangen, hier ein wenig aufzuräumen. Das ist für die Vertickerei. Das können wir, glaube ich, direkt trinken. Ein bisschen Platz haben wir da. Das ist für verticken. Du auch. Warte mal hier. Geräteparts können wir generell verticken, weil wir nichts herstellen an Gerätschaften. So, du bist mit Rezept. Du bist auch noch ein Buch zu vertickern. Wunderprächtig, wunderschön. Aloe Vera bewahren wir erstmal auf. Du bist direkt zu verticken und ja, sieht doch schon ganz ordentlich aus. Sweet. Jetzt kann ich dich aufheben. Guck mal. These boots are made for walking. Wir haben Speed Boots an, Mann. Dann können wir dich verticken, wenn wir die Farbe rausgenommen haben. Warte mal, lieber so gucken. So, Modify. Zack, die Farbe da rausgenommen. Du gescrappt. Und du nach da. Wunderprächtig, wunderschön. Ja, draußen ist Partyalarm. Hier, lass uns direkt die Vitamine reinschmeißen. Und wir sind immer noch zu voll. Dammit. Das weggeschmissen, das weggeschmissen, das nach da. Das gescrappt. Und alles eingepackt hier. So, habe ich jetzt den Hauptloot mitgenommen oder nicht? Nee, guck mal. Irgendwie sowas war mal da doch. Da haben wir noch ein Bone Messer, das können wir dann scrappen, weil wir haben schon eins. Da haben wir was zum Lernen.
So, und den Rest können wir so einpacken, können wir den. Sweet, dann sind wir hier durch. Würde ich mal sagen. Hi, Fan. Point. Du bist direkt down. Alright, hier war noch ein Täschlein. Immer schön alles mitnehmen hier. Siehst du, noch mehr Arsch in die Tasche. So, halt mal kurz hier so ein bisschen Sachen fest. Sagt ja, die Kiste ist wunderbar für so ein Shit. Warte mal, wir könnten noch ein bisschen hier was essen. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Platz. Das hättest du schon wesentlich früher machen können. So, zack, wunderbar. Ja, lass mal gucken, was hast du hier im Angebot? Sugar Butts? Ja, warum nicht? Nimm mit. Was soll der Geiz? So, hier, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Asche haben wir noch. Da haben wir noch ein bisschen was. Skullcrusher, immer gut. Red Pea, immer hier ran. Und der Rest juckt mich jetzt nicht so wirklich. Lass mal erstmal verdicken gehen und eine neue Quest annehmen. Come speak. Here you go, friend. Whatever you need, just say the word. Bicycle-Schematik wäre natürlich schwachsinnig, das zu lernen, denn wir kriegen sowieso, wenn wir mit deinen Quests durch sind im Fahrrad. Dann lass uns das hier nehmen. Wunderbar. Lass mal Inventar gucken. Jupp, das hier kannst du haben. Bitteschön. Dann. Hier, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du komplett haben und dann können wir auch mal sofort mal dein Inventar durchgehen. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht, weil wir hatten bis jetzt noch keine Asche in der Tasche. Das sieht jetzt aber anders aus. So, was hast du denn da Schönes? Wie gesagt, Waffen dürfen wir nicht kaufen, also da Finger von. Lockpicks wären wahrscheinlich eine gute Investition, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Vielleicht nehmen wir davor auch Sugar Butts, damit die billiger sind. Sonst momentan. Ja, das haben wir dir verkauft. Springt mir da nichts ins Auge. Das springt mir ins Auge, der Envil. Da könnten wir echt bald zuschlagen. Wasteland Treasures Volume. Was gibt's denn du? Honey. Könnte man benutzen. Ah, ist aber alles so teuer hier. Das müssen wir später verschieben. Ja, sonst habe ich da jetzt nichts Gutes gesehen. Das heißt, eins für später, aber da waren zwei interessante Sachen. Envil und das andere Ding. Dann mal schnell ein Sugarbutt hier reinpfeifen. Und dann nochmal gucken, wo war denn die Lockpicks, hatten wir gesehen. Und der Envil war, glaube ich, hier drin, oder? Ja, lass uns erstmal das hier nehmen und dann die Lockpicks. So. Kostet 2000, der so viel können wir nicht kaufen. So, nehmen wir drei Stück. Wunderprächtig, wunderschön. Da kann man noch. Blur, das passt dann schon besser. Ja, come back now. Gut. Dann mal kurz hier. Repair. Repair. Nicht von der Leiste ziehen. Ich wollte auf Repair. So, wunderbar. Und das nochmal lernen. Sweet, sweet, sweet. Die können wir auch irgendwo auf die Leiste packen. So und so, weil wir bringen das Zeug eh erst jetzt zu Hause vorbei, bevor wir die nächste Quest hier machen. Da kann man direkt ein bisschen Munition mitnehmen. Ein bisschen Schrotmunition haben wir schon gefunden. So, dann lass mal gucken. Das nächste wäre hier Clear Zombies. Du bist auch ein modifiziertes Haus. Wunderbar. Nehmen wir das nochmal an. Die Dorsen schon mitten in der Nacht hätten, aber nö. So, warte mal. Du darfst den Kram hier nicht vergessen. So, und ja, da hattest du noch so ein bisschen Juice drinne. Alright, gut, gut, gut. Noch läuft ja unser Dingsterbumster. Was ist das für Zeug gewesen hier? Turbo Power Mega Spritzenzeug, was wir da bekommen haben. Wer heißt das eigentlich? Keine Ahnung. Level up, das ist nice. Also jetzt mal eben fix nach Hause. Den Kram in die Kisten schmeißen und dann wieder los. Warte, du hast auch noch einen Skillpunkt bekommen. Wunderbar, lass uns mal hier weiter gucken. Lockpicking mitnehmen. Na, wir sollten eigentlich genug Lockpicks finden. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch den Lucky Looter mitnehmen. So, zack. Lucky Looter ist immer gut. Treasure Hunter, I don't know. Glaub nicht, dass wir das großartig brauchen. So, was haben wir denn hier für ein Häuschen? Okay, ja, wenn ich recht erinnere, geht auf dem Dach da richtig die Hölle los. Na, okay, dann lassen wir uns mal hier erstmal hier einen Screenshot für die heutige Folge machen.
erst gemoddete POI hier mal so als Bildchen hier, wunderbar. Und dann starten wir die Quest. So, da haben wir direkt einen Köter. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Facebook lässt grüßen. Ich dachte immer, so lange brauchst du, bis du die Waffen umschaltest. Schlimm. Hier hätten wir auch eigentlich direkt killen müssen, eigentlich. Sag ich mal so. Siehst du so? Hier, guck, Kenny konnten wir direkt ausschalten. Ach, da ist noch ein Köter. Du veräppelst mich doch. Boah, jetzt siehst du, so hätte das laufen müssen. Sweet. So, dann lassen wir mal hier eben eine Kletterhilfe nehmen, weil, ne? So. Stühlchen haben wir weggenommen. Sweet, sweet, sweet. Ich glaube, hier muss man sich irgendwo reinkloppen, weil keine Tür vernünftig zugänglich ist. Ja, und das sind alles Glaswände hier. Ich meine, hier wird noch ein Zombie draußen rumstehen. Oder auch nicht. Wieso gehen wir am besten rein hier? Gehen wir am besten hier rein. Siehst du, Glas. Ist hier noch mehr Glas? Hier ist noch mehr Glas. Schön sneaky sneaky hier rumrennen. Das ist verschlossen. Hier ist manchmal ein Bücherregal. So, ich glaube, die ersten Dullis dürften im Badezimmer sein oder so. So Leder wieder mitnehmen. Einer hinter der Tür und einer in der Küche. Wahrscheinlich. Das ist ein Kochpot. Sweet. Brauchen wir sowas von dringend. Und hier gibt es Pilze. Nice. Noch ein Köter. Ja, leck mich an der Sack. Nee, wovon bist du jetzt wach geworden? Naja, wenigstens hast du dich vorgebeugt. So, hier unten dürfte jetzt relativ safe sein und die Zombies eine Etage höher. Die spawnen erst ein, wenn man so auf der fast höchsten Treppenstufe ist. Vorher sind die noch nicht wirklich da. Und da ist einige, wenn ich da direkt den Kopf habe. Jetzt kriegen wir sogar direkt zwei Cooking Pots. Wunderbar, da kannst du mir direkt noch einen Grill dabei geben. Und da haben wir ein Schmerztablettchen. Sweet. 11 Minuten haben wir noch Kopfschmerzen. Ja, da komm mal, das passt. Wo bist du jetzt gewandert? Da bist du hingewandert. Wir müssen sowieso sofort trinken. Dann kannst du das hier direkt scrappen. Und das kannst du direkt scrappen. Und das kannst du direkt scrappen. Du kannst auf die Leiste. Du kannst repariert werden. Und du kannst modifiziert werden. So, hier den Bogenstring. Der passt da wunderbar rein. Passt der da. Kann von direkt nachgeladen werden. Ich dachte gerade, ich hätte einen Zombie irgendwo hier rumschleichen hören. Tue ich auch. Irgendwo jemand tappt hier jemand rum. Das sieht aus, als wenn das ein Plug wäre. Warte mal, hier, das könnte ein Plug sein. Ja. Toll, da kommt man nicht weit. Alright. Mache ich dich wieder zu. Hasse davon. Puh, jetzt tief durchatmen. Tränkemäßig. Lass uns mal noch mal ein Wort trinken hier. Sicher, sicher. So. Auch das hier trinken können. Wäre vielleicht besser geworden. Und dann mal in die Höhle des Löwen. Ja, die Treppe ist böse. Da stehen dann noch einige rum.
einer dann noch geht, aber wenn man dann mit höheren Gegnern dahin kommt. Oh je. Irgendwann hat derjenige, der da draußen rumgeschlichen ist, jetzt auch aktiv geworden. Ja, also, muss ich gerade schon gesagt sein. Der hat uns jetzt nicht gesehen. Respekt, Respekt. Wo ist er denn? Irgendwo hängt ja doch noch einer. Da, eine Treppe hängt so fest da. Wunderbar. Komm doch hier rum. Oder die Bücherchen noch kaputt machen. Ist ja auch nicht mehr. So. Nur noch die auf dem Dach. Jemand versucht hier sich aber noch reinzukloppen. Naja, soll nicht unser Problem sein. Oder es wird unser Problem sein irgendwann. Irgendwann wirst du dich hier durchgekloppt haben. Hast du hier noch drin? Schade, leider kein Rezept von ihm. Egal ist, wir lernen das sowieso. Wir haben ja sowieso schon so ein Ding stehen. Ja. Hast du hier drin? Davon haben wir schon eins. Das kannst du also scrappen. Wunderbar, das zu verkaufen. Wunderbar, neue Erste-Hilfe-Bändchen. Die kann man gut gebrauchen. Gerade bei meiner Spielweise. Obwohl ich die so gut wie nie auf die Leiste lege. Da haben wir noch mehr Schmerztabletten. Ja, die werden wir zu nutzen wissen. Glaub mir, ich sorge schon dafür, dass wir die brauchen werden. Sweet. Pipe Machine Gun. Sweet. Nimm mal auch mal mit. Du kannst auch direkt schon mal reparieren hier. Die Bogenparts, die können wir später verkaufen. Wunderbar. Wunderbar. Bist du, hast du dich schon freigekloppt? Hast du noch nicht. Wie viele Dietriche haben wir dabei? 4 Stück. Hm. Also mal gucken. So, die Stunde der Wahrheit. Lass mal gucken, was hast du denn da Schönes für uns? Hm, die könnten eventuell interessant werden. Und Great Highest Time Charges. Great Rival. Ja, okay. Sweetie, sweet. Wunderbar. Da haben wir auch ein bisschen Munition für deine Wenigkeit. Das ist die Qual der Wahl, wa? Ich glaube, ich nutze dich lieber als die hier. Mhm. Dann können wir dich später modifizieren, damit wir die Munition da wieder rauskriegen. Und gut ist. So, das heißt, du modifizieren, damit wir die Muni rauskriegen. Dankeschön. Und du kannst dann vertickt werden. Ja, das ist zwar nicht viel Waffe bekommen, aber wir bekommen ein bisschen was. Ich glaube, dich können wir erstmal scrappen. So, du bist zum Vertickern, du bist zum Vertickern. Du bist nicht zum Vertickern, du bist zum Vertickern. Na, mal gucken. Du machst Melee Damage von 7,4. Du von 15,1. Wofür seid ihr gut, bitteschön? Stamina-Kost von 9,1. Zu Stamina-Kost von 14. Hm, im Grunde genommen dasselbe. Du machst die Hälfte von dem hier in beiden Bereichen. Dann können wir dich reparieren und eventuell verticken. Ja, doch, das gibt immerhin 30 Groschen in die Tasche. Dich können wir mal usen. So, nur mal kurz aufs Dächlein gehopst und dann sind wir hier durch. Wahrscheinlich sind da ein paar Birdies unterwegs. Ja, siehst du, muss ich doch. Ja, komm, ich treffe euch noch nicht. Die blöde Dings hier noch nicht so gewohnt. Die Vögelchen, die geben aber einen auch alles Mögliche an Driskalke hier drauf. Da Timing mit dem blöden Waffen und drauf. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder Kopfschmerzen und wieder verseucht. Blöden Vögelchen, wenn die nicht sofort triffst. War aber kein Problem. Ich hab ja. Damit, so eine große Verschwendung an Kopfschmerzen mit Blöden habe ich noch nie gehabt. Im Spiel. Real Life doch schon mal gerne, aber so. Einer der Gründe, warum ich zwischendurch mal kein Video veröffentliche, weil ich dauernd flach liege wegen Migräne, aber da scheiß drauf. Ey. Da ist ja auch kein Ei drin. Sind die Vogelnester hier? Gibt es die nicht mehr mit Ei? Sind die ausgestorben mit Ei? Du hast jetzt ein Ei für uns, oder? Ich muss heute ihr Omelette machen können. Ich habe zu Hause noch ein paar Eierchen, aber ich habe kein Fleisch mehr. Wir müssen irgendwie noch Fleisch organisieren. Ich hab verrottetes Fleisch, ja. Kann man leider nicht wieder aufbrutzeln. Oder Gott sei Dank nicht wieder aufbrutzeln.
Die haben wir schon an. Okay. Ja, du bist sogar noch voll repariert. Du bringst uns auch fast nichts an Asche in der Tasche. Dann können wir die scrappen. Dann können wir die einfach scrappen. Ist ja sonst irgendwo da rumliegen? Ich glaube sonst nicht, wa? Nö. Alles klar, denn drin bringen wir das mal direkt wieder zum Händler. Ist ja nicht weit von hier. Warte, hier war noch eine Terrasse oder so. Boings. Das hätte schon fast wieder Knochenbruch sein können. Siehste, da sind noch ein paar Stühle. Und da liegt Zeugs drauf. Warte mal, gib mir mal kurz hier. So, warte, die Kletterhilfe. So, den Stuhl da mitnehmen. Hast du hier noch drinne? Naja, hätte schöner sein können. Alright, auf zum Händler, der Gott sei Dank direkt um die Ecke. Naja, nicht wirklich um die Ecke, ist gerade durch. Jetzt könnten wir mal die ganzen Werkbänke hier auseinander rupfen. Mittlerweile haben wir noch eine Ranch. Könnten wir eigentlich machen, können wir das. Mahlzeit. Hast du für uns Helmleitmodell? Perfekt. Structural Brace Mod wäre auch interessant. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir vernünftig sehen können. Also, hier, so, das hier, mehr ist hier Inventory. Guck mal, das kannst du haben. Nimmst du Stühle? Du nimmst keine Stühle, muss ich also gleich scrappen. Wunderbar, hier, bitteschön, kannst du auch haben. So. Und so. 14.000, was kostet du? 15. Alright, bald haben wir das soweit. Gut, gut, lass mal gucken. Ja, wir haben noch nichts auf dem Kopf, wo wir den Helm-Mod da reinpacken können. Naja, wunderbar. Das kommt schon. Quest. Muss man eine neue Quest annehmen hier? Ich muss nicht, aber ich hätte gerne noch eine neue Quest. Und ja, da müssen wir auch mal bei Gelegenheit looten. Give me job. So. Wer ist ziemlich nah dran? Du bist sogar hier Mod-Ding. Wunderbar. Nimm mal mit. So, hier haben wir noch ein paar Werkbänke. Ne, das war schon die richtige Richtung da so. Zack, nimm mal aus dem Ding, ja. Da rennt ein Bunny rum. Braucht doch noch ein bisschen Fleisch. Wo ist der Bunny jetzt hin? Ja, da stehst du gut. Bitte nicht oder so. Das war doppelt gemoppelt. Ist ja gut was los. Direkt zwei Betonmischer. Ich darf jetzt hier irgendwelche Zombies auf uns aufmerksam machen. Ich will nur eben den Kanickel hier plündern. Gut, nevermind. Ich ziehe mich wieder zurück. Dazu wieder 10 Fleisch. Wunderbar, da können wir gleich hier Eier mit Speck machen hier oder sowas. Sweet. Oh, das noch was. Nevermind, Hühnchen ist zu schnell. Schöne Raketenhühner in dem Spiel immer. Nice, Level up. Sweet. Warte, da ist das Hühnchen wieder. Da ist das Hühnchen wieder. Sweet, ein Hühnchen down. Zwei Hühnchen down. Perfekt. So, dann lass uns mal Quest starten. Wo geht's denn hier rein? Mach mal auf Rabiat. Hier einfach mal durch. Hier, komm, hier steh auf. Volle Socke. Ich will nicht gearbeitet. Jetzt komm ich jetzt hier klopft bis zum Umfallen. Oder die Traxe geklopft bis zum Bluten. I don't know. Wenn ich jetzt hier Power-Text machen, dann klappt das auch besser. Musste mich hochdrücken. Da, wenigstens besten wollte ich schon. Groß anständig. Kenn die da erstmal noch immer eine Runde schnarchen hier. Noch eine Runde schlafen da. Aber Schwertabletten bekommen. Wir werden es brauchen. Sweet. Ja, wenn du nicht aufwachen willst. Ich plündere dann mal in der Zeit hier erstmal. Alright. Irgendwann noch hier so in den Regalen drin. Da können wir gucken. Sweet.
was kommen sehen, wa? Oder auch nicht. Das ist, wenn man während der Arbeit rumträumt, ne? Hast du davon? Jede Menge Regale hier. Meistens nur ein Billigschrott drin, aber immerhin Zeug drin. Okay, hier wird rausgeklettert. Du bist verschlossen. Sweet. Da haben wir noch ein Dauerwall versteckt. Das ist sweet. Lass mal wieder hier Scrappy Scrap spielen. Das haben wir unterwegs gefunden. Das scrap ich zuletzt. Genau wie den Pokal. Ihr werdet zuletzt gescrappt. So, habt ihr davon. Wieder jemand, der auf der Arbeit pennt. So ja nicht die Dame. Müssen wahrscheinlich jetzt da dann rüber, okay. So, wir haben glaube ich noch einen Skillpoint bekommen. Haben wir. Lucky Looter, Treasure Hunter, brauchen wir Treasure Hunter. Nee, brauchen wir nicht. Savage Operation könnte ganz interessant sein. Nehmen wir also auch ein bisschen mit. Ein bisschen mehr Ausbeute beim Rumscrappen. Und hast du nicht gesehen? Ich sehe dich doch. Points. Sonst noch jemand da unten? Momentan sehe ich da keinen. Alright. Das sieht ja wild aus. Oh, Kenny. Komm, bleib doch liegen. Macht ja doch nicht so die Umstände. Ich komme auch so rum, kein Problem. Oh, schon Nachmittag hier, so. Tja, wo geht's denn jetzt hier runter hier? So ja nicht. Hoffentlich komme ich nicht darüber. Hier noch was für uns. Nope. Geduld, Geduld. Ich muss mich noch an der Bedung gewöhnen. Mit Bedung haben wir noch nicht so oft gearbeitet hier. Da geht es ja noch tiefer. Oh, Weiferwipsch. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal unsere Quest-Item. Kommen wir da durch? Da kommen wir nicht durch. Hier gibt es auch nichts. Alright, kommt da jemand irgendwo angeschlichen? Ich sehe nichts. Ups. Das war so nicht geplant. Lass mich da erstmal hier hochklettern, drüber klettern. Und hier wieder runter. Hier sind noch Zeug, hier ist hier noch. Keine Ahnung, was da mal für ein Laden war. Aber warte mal, da stand draußen dran, was das für ein Laden war. Ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal gucken, was dann da rumkloppen ist. Nicht, dass die uns gleich da Nerven beim unten rumkraxeln. Alright. Jut, jut, jut. Sweet, sweet, sweet. Denn jetzt geht's in die Tiefen. Leider haben wir noch keinen Helm, wo wir den Lightmod draufpacken könnten. Bitte kein Bär oder so hier unten drin, ne? Das sieht nach einem Schwubbelschwabbel ADHS-Dude aus. Keine Ahnung, wie wir den nennen sollen. Für dich habe ich noch keinen vernünftigen Namen gefunden, den ich gerne benutzen würde. Oh, das scheint es gewesen zu sein. Hauptloot. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Auch mal lernen hier. Buch hätte man fast verkaufen können, weil ich sowieso Living of the Land mitnehmen wollte. Bei gegebener Zeit. Bei den ganzen
Pötten, die wir da draußen rumstehen haben, Blumenpötten, bietet sich auch das an. Viel zum Jagen könnten wir dich mal auf Seite legen. Dass wir da was Besseres gefunden haben. Messerrezept, warte mal. So, Messerrezept, aller blöder Stuhl, Messerrezept zu lernen, könnte man natürlich machen, aber wir dürfen uns ja selber gar keine Waffen herstellen. Von dem her, das hat was wir gut verkaufen können. Ja, warum? Ja, könnten wir zwar lernen für XP oder so, aber naja, herstellen werden wir sowieso nie. Dann können wir es auch verkaufen. Gucke mal, dich kann ich direkt fressen. Hätten auch besser dich fressen können, aber naja. Das können wir scrappen. Du kommst in die Vertickerei. Du wirst gescrappt. Ah, das ist eine Sache. Aber auf welche Rüstungsart gehen wir? Heavy oder Light? Oder Mischmasch? Ich glaube, bei meiner Spielweise ist, glaube ich, Heavy angebracht. Aber können wir nicht reparieren? Wir können nicht reparieren. Lass uns dich mal vorher reparieren. Das ist fürs Verticken. Du bist zum Reparieren. Dich können wir dann jetzt anziehen. So. Du gibst nur 28 Groschen in die Tasche, aber besser als nichts. Kannst also verkauft werden. Wie gesagt, dich eventuell zum Jagen aufbewahren. Du kannst rausgeschmissen werden. Du kannst rausgeschmissen werden. Aufbewahren, 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 aufbewahren. Ja, das sieht doch ziemlich gut sortiert hier aus. So, außer dafür wieder ein paar Steinchen brauchen, aber okay. Hauptdingpot waren wir gerade dran. Alright, gut, gut, gut. Super kleine POI, aber interessant. Interessant, da kommen noch ein paar coole POIs kommen, dann definitiv noch. Weiß zwar nicht, welches Glück wir haben bei unserer Random Rail Zusammenstellung hier, was da jetzt genau an Objekten zu finden ist, aber das Mod-Paket verspricht auf jeden Fall einiges Witziges, Gutes an POIs. So, ich bin wieder zurück. Lass mal gucken, was du an Belohnung hast. Hoffentlich was wir gut verticken können oder gut gebrauchen können. Wie zum Beispiel Art of Mining Volume 5, was gar nicht mal so verkehrt ist, denn wir müssen relativ zügig auch mit der Mine anfangen. Wir können jetzt gleich, wenn wir wieder zurück sind, können wir schon mal anfangen, ein bisschen Eisen und ein bisschen Clay einzuschmelzen. Wunderbar. Erstmal hier, erstmal weiter verticken hier. Das kannst du haben und das kannst du haben. Mittlerweile haben wir genug Asche in der Tasche und das Buch zu kaufen, wenn es da noch interessiert hat. Sweet. Wo war es hier? Wasteland Treasures Volume 1. Nice. Und Ammo? Kaufen wir ein bisschen Ammo? Nee, lass können wir besser zur Zeit und selber herstellen. Alright, wie sieht's aus mit dem nächsten Job? Friend, du I'm in trouble. Bist ein Standardspiel. Job. Du auch. No need to apologize. Ja komm, dann lass uns hier Burry Supplies machen. Das gibt ja nicht gemoddet. Wenn wir das mit, dann kriegen wir noch ein bisschen Play und so weiter. Das können wir in der nächsten Folge angehen. Wunderbar, jetzt geht's erstmal nach Hause und... Ja. So, dann lass uns nochmal hier die Gläserchen auffüllen. Soll unser Schaden nicht sein. Oh, warte, genau. Jetzt, wo ich hier gerade sehe, dass ihr da rumwachsen seid, wir haben doch da noch ein paar. Siehste, zack. Der Blumenbeet. Nice, nice, nice. Ihr seid schön am Wuchern. So geht. Mal hier auf dem direkten Laufweg den ganzen Lärmmacher hier wegnehmen. Müsste nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen als nötig. So. Ja, war doch ein relativ erfolgreicher Tag. So, dann lass mal gucken. Da haben wir Clay, da haben wir ein bisschen Metal. Gut, Metal to the Pedal. Ach, guck mal, da war noch eine Seed. Dammit, muss ich nochmal runter. So, lass mal die Hälfte davon nehmen und die Hälfte erstmal davon nehmen. So, und dann kriegst du ein bisschen davon da rein für 10 Minuten. Das sollte mehr als ausreichen. Turn on. Sweet. Zack, zack. Wunderbar. Das da reingestopft. Soweit so gut. Das da reingestopft. Soweit so gut. Das Kochen, 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 Kochen.
Da kommt noch da rein, da kommt noch da rein. Und der Rest nicht. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Warte, 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 warte. Aber was denn du für Scheiß? Stein brauchst du hier zum Dach reparieren. Noch haben wir Steinwerkzeuge, du kommst da rein. So. Hier, das nochmal wieder alles raus. Geht einfacher, alles mit einem Schwung wegzunehmen hier. So. Den kriegst du auch für 10 Minuten. Fast schon. So, boing, boing. Da können wir es verkochen. Kann ich hier nicht einen Grill oder so herstellen? Cooking Grill. Gucke mal. Crafte mal. Theoretisch könnten wir auch noch ein paar Nägelchen so herstellen, wenn wir ein paar beschreibbare Kisten machen. Aber ich weiß noch gar nicht, ob wir wirklich hundertprozentig hier bleiben oder ob wir irgendwo anders hinziehen oder so. Aber momentan gefällt es mir hier. Also wahrscheinlich bleiben wir hier. So, hier, Bacon and Eggs, mach die schon mal fertig, ein Stück Kasse, dann hast du noch ein bisschen Fleisch über. Ich würde sagen, dann nehmen wir, ja, das hier, wir haben genug Wasser, wunderbar, dann machst du das hier noch fertig, sweet, das bewahren wir uns auf, wie sieht es hier aus, mehr Wasser herstellen, ein bisschen Red Tea hinterher, und dann ist die Leiste auch schon wieder voll da, die Produktionskette. Gut, dann lass mich das soweit wieder wegpacken. Kann ich gleich noch weiter kochen. So, wunderbar. Ja, das war es dann im Großen und Ganzen erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, so langsam wird das hier ja was. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit den nächsten paar Quests und ja, mal gucken. Wenn wir dann, je nachdem wie viel Holz ich dann noch am Mann habe, gucken wir mal, dass wir schon mal langsam anfangen uns nach einem Standort für eine Hordenbase umzugucken. Schweige denn, anfangen das hier auszubauen dann ein wenig. Warte mal, wir haben noch ein paar Felder. So. Aber wie gesagt, das war erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, oder rein, gebt der Gas und habt da Spaß und auf Wiederkletterwinkgeschüss. Wiederkletterwinkgeschüss? Das ist. Nee, so mag ich den nicht. Und auf Wiederwinkgeschüss. So, bleiben wir bei unserem Klassiker.